um Disziplin und Ordnung geht es heute hier in Objück, weil, wie wir alle wissen, heute ein großer Disziplinverehrer Geburtstag hat, Kaiser Wilhelm II. Und deswegen sind wir an einen Ort gefahren, wo Disziplin und Ordnung groß geschrieben wird, nämlich nach Katterbach. Warum Katterbach? Klärung erfolgt jetzt in Objück. Starten wir aber mit einer ganz anderen Ordnungsfrage. Wo beginnt bzw. endet Katterbach? Wichtig für ein Ortsporträt, aber gar nicht so leicht zu beantworten. Der Ort liegt nämlich eingeklemmt zwischen zwei anderen und richtige Ortsschilder gibt's auch nicht. Katterbach liegt halt zwischen Paffrath und Schildchen. Ja. Aber wo jetzt genau an welchen Straßen die Grenzen sind, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Katterbach gehört ja zu Schildgen. Katterbach gehört zu Schildgen? Schildchen. Ja, also, das ist hier Schildchen. Das ist hier Schildchen oder Katterbach? Katterbach Schildchen. Oder Katterbach Eiche? Katterbach, ja, und Eichen ist die Straße. Ja. Verwirrend. Zumindest für Katterbach-Fremdlinge. Aber es gibt ja Ortskundige, die gern helfen bei meinem elementaren Grenzproblem. Also hier. Ich denk mal, wo dieser Pfahl ist. Aha. Jetzt habe ich Kreide dabei. Aber ich glaube, die... Und wenn ich jetzt... ich bin wirklich unwissend, ne? Da müssen Sie wirklich von ausgehen. Ich weiß es echt nicht. Gut, die Kreide tut ihren Dienst. Gleich in dem Haus, du weißt das vielleicht. Ihre Tante wohnt in dem Haus? Meine Bekannte. Bekannte. Ja, die wohnt in dem Haus. Schon seit, und er ist auch geboren. Da oben ist einer. Hallo. Hallo. Ist hier die Grenze von Katterbach? Was? Aber Eichen gehört noch zu Katterbach. Ich weiß, und Eichen hört hier auf. Doch, doch. Das ist ja, weiß es nicht. Gut, haben wir es geklärt. Von Ihren Gebührengeldern finanziert, neues Ortsschild für Katterbach. Damit endlich mal klar ist, wo die Grenzen verlaufen. Ordnung muss sein. Es hätte dem Kaiser auch gefallen. Apropos Ordnung und Disziplin. Genau, wir sind etwas vom Thema abgekommen. Denn hierfür ist Katterbach eigentlich bekannt. Das historische Schulmuseum, geleitet von Herrn Jöresen. Der gibt mir eine Führung. Die Schule einmal war, so sieht's aus, als ob es darum hier ginge. Ja, genauer gesagt, wie es vor circa 100 Jahren war, also in der Kaiserzeit. Aha. Ja, in der wilhelminischen Kaiserzeit. Wie war der Unterricht? Wie muss man sich das vorstellen? Der Unterricht, wir sagen immer, das war so ein Drill- und Lernunterricht, in dem unglaublich viel auswendig gelernt wurde. Man sprach in ganzen Sätzen, die Kinder waren, das haben wir heute. Anders als heute. Ja, die Kinder mussten immer den Satz, dann und dann, wenn eine Frage war, so ist das, Herr Lehrer, 1 und 5 ist 6. Wie heißt das? 1 und 5 ist 6, Herr Lehrer, und so. Aber wie fühlte sich das damals an? Auch das vermittelt das Museum. So, jetzt kommen wir zur Sache. Hier, das ist Herr Lehrer Bornscheid, Wolfgang Bornscheid. Guten Tag. Herr Bornscheid mimt bei Führungen den strengen Lehrer von damals. Normalerweise für Schulklassen, jetzt mal für mich. Meine Rolle, ein zu spät kommender Schüler. Ja, da kommt noch einer zu spät. Sebastian, steh auf, wenn du mit dem Lehrer sprichst. Herr Lehrer. Das ist ja nicht das erste Mal. Mütze ab. Normalerweise würde ich dich jetzt bestrafen mit 6 Schlägen auf das Gesäß. Aber der Kaiser hat Geburtstag. Und da möchte ich noch mal Gnade vor Recht walten lassen. Dennoch werde ich dir die Eselsmütze aufsetzen. Ich will ja heute noch mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Herr Beuter, ich schwitze jetzt schon. Ja, ich schwitze auch. Schrecklich. So war es also vor 100 Jahren. Ein Glück, dass das heute nicht mehr ganz so schlimm ist. Wenn Sie also mal in den Genuss von echtem Schulunterricht à la Kaisergefühl kommen wollen, Katterbach bietet sich da an.